Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim. Und wir müssen jetzt Orchendor töten. Der, keine Ahnung, was genau er ist. Also eigentlich einfach ein Gläubiger, ein Anhänger von dem Pielitis? Pieliti? Ach, keine Ahnung. Schon wieder den Namen vergessen. Aber der hat auch voll den bescheuerten Namen, muss man ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall ist der eigentlich ein Anhänger von dem. War es gerade ein Drache? Oh mein... Ah, nee, wow. Ich dachte schon, Alter, nicht schon wieder. Mach einen Abgang, Bro. Nicht mit mir. Du Schuft. So. Genau. Und ja, den sollen wir für ihn töten und dann mal gucken, ob es dann weitergeht. Wird wahrscheinlich wieder irgendeine Waffe oder Fähigkeit erhalten oder so. Dafür, dass man seine Drecksarbeit gemacht hat für ihn. Aber was war dann Gegner? Oh, tatsächlich. Das ist auch ziemlich cool an der Rüstung tatsächlich. Man sieht immer die Gegner. Beziehungsweise man bemerkt die Gegner. Also so weg. Wahrscheinlich nur ein Fuchs oder so. Weil sobald sich jemand dir nähert, Oh. Wait, what? Also ich meine mich zu erinnern, dass er irgendwas von der Ruine gelabert hat. Ja, aber irgendwie ergibt es trotzdem keinen Sinn. Warum bin ich jetzt... Ich bin ja gar nicht bei der Markierung. Also ich meine, ich musste offensichtlich rein, aber irgendwie ergibt es trotzdem keinen Sinn. Was zeigt denn die Markierung an? Die Markierung müsste doch dann da hier irgendwie auf dem Tor zeigen oder so. Ah, never mind, ich glaube, das Tor ist hier. Ah, ja. Aha. Was der Schalter wohl machen wird. Wäre jetzt lustig gewesen, wenn es nicht runtergegangen wäre. Oh, hier ist tatsächlich noch einer. Okay. Den probieren wir dann natürlich. Ja, aber waren wir hier nicht schon mal? Nee. Also ich meine, wir haben schon mal entdeckt, offensichtlich. Tja. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich meine, es gibt leider ein paar mehr. Es ist nur ein, zwei Ruinen in dem Spiel, deswegen schwer zu sagen. Ja, keine Ahnung. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Bestimmt eine Falle. Ah ja. Na gut, dann müssen wir leider noch eine Zwergenruine machen. Bin ich jetzt, wie gesagt, nicht so begeistert von, weil die Zwergenruinen halt. Ja, die sind halt immer so extrem groß. Und ich meine, ich bin ein harter Skyrim-Fan, keine Frage. Ich meine, das. Alter, ich habe fast 300 Folgen aufgenommen davon. Und spiele es ja auch nicht, weil ich es muss oder so, sondern. Ja, weil ich. Oh, hier sind sogar diese Dinger von dem Daedra-Prinzen. Weihrauch haben sie es, glaube ich, genannt. Also, ich bin auf jeden Fall Fan davon, aber ich finde es halt irgendwie trotzdem manchmal zu lang einfach. Weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber es ist halt irgendwo doch immer das Gleiche. Und da hat man halt einfach ab einem gewissen Punkt auch mal keinen Bock mehr drauf, ja. Heißt nicht, dass ich es allgemein schlecht finde oder so, keine Frage, aber. Wait, what? Befallener? Okay. Ja. Lol. War ja nicht gerade noch einer? Ah, lol, hier. Okay. Die Quest scheint für Level 1 zu sein, so leicht wie die Gegner zu töten sind. Ah, das Ganze hätte man hier umgehen können, wenn man hier gleich durchgegangen wäre. Das ist nicht so schlimm. Dieser Moment, wenn man drei Versuche für ein Adeptschloss braucht. Belastende Sache. Ey, das ist ein Scherz, oder? Ich habe die ganze Zeit, Alter, nicht dein Ernst.
Wisst ihr doch, wie viele Schatzkisten so wir geöffnet haben mit makellosen Saphiren, Rubine, naja, alles außer dem Rubin, Diamanten und so weiter und so fort, die teilweise auch viel mehr wert sind? Und dann brauchst du es nicht mehr und dann findest du es in der nächstbesten Truhe, Alter. Gleich zwei Stück vor allem auch noch. Weil uns natürlich einer gereicht hätte. Oh. Oh, okay. Okay, was auch immer die gemacht haben, dieses Blenden, das war gar nicht so bad, tatsächlich. Ja, das war gar nicht so bad. Also, ich meine, es war bad, aber deswegen sage ich ja, in der Kampfsituation gar keine so schlechte Fähigkeit. Das sieht weird aus, holy shit. Alter, der hat gerade gekotzt, what the fuck? Okay. So viel zum Thema Fähigkeit oder Fertigkeit. Ja gut, sie kotzen einfach nur. Kein Wunder, dass man davon blind wird. Okay, das sieht mir aber nicht nach einer normalen Zwergenruine aus irgendwie. Oh boy, was passiert jetzt? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass da jetzt irgendwie ein riesiges Monster oder so rauskommt. Der Raum hätte nämlich irgendwie ein bisschen dazu gepasst. Also, ein riesiges Monster ist vielleicht übertrieben. Aber so ähnlich wie die Viecher im Ding. Nein! Oh, puh, ich bin beinahe runtergefallen. Wie heißt es nochmal, wo man die Bücher findet? Wo man die... Ihr wisst schon. Wo man gegen das andere Drachenblut gekämpft hat. Gegen Mirak. Wie heißt das nochmal? Also das, wo das ist, die Leere? Nein. Egal, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall da, wo Mirak lebt, in diesem Universum, whatever, da gab es da diese riesigen Typen, die immer irgendwas verteidigt haben. Und so einer hat da jetzt ja auch ganz gut reingepasst in das Setting. Mirak, wie heißt das nochmal? Puh, boah. Keine Ahnung, Mirak ist jetzt auch schon wieder eine ganze Zeit her, dass wir da das letzte gemacht haben. Ich meine, nicht ultra lange, aber schon ein bisschen. Schon auch wieder ein bisschen her. Ah, verdammt. Was, der 79? Ah, nein. Na, no, Mann. Ich dachte schon. So. Ach, wow. Der fette Raum nur dafür? Ah, Mist. Ja. Hab's selber noch gemerkt und lol. Den haben wir nicht getötet, ziemlich sicher. Alright. Hey. Sie sehen halt legit aus wie die Typen. Oh, hey, was? Ich hab dich gerade gefinished. Lol, what the fuck? Ich konnte die nicht mal mehr treffen, weil die eigentlich schon längst dead hätte sein sollen, what the fuck? Da hat auch die Animation angefangen, da hat sie einfach wieder aufgehört. Naja, was ich sagen wollte, war, dass die genauso aussahen wie die Typen am Anfang des Dungeons. Ein bisschen komisch, war. Aber hier drin waren wir, glaube ich, safe noch nicht, also von dem her haben wir es ja wohl offensichtlich nur entdeckt und nie irgendwas hier drin gemacht. Oh, bequemes Doppelbett auf jeden Fall. Fuck. Oh lol. Ist auch meine erste Reaktion, wenn ich einen Einbrecher sehe. Erstmal ankotzen, die Drecksau. Erstmal ankotzen. Gar keine so schlechte Idee eigentlich, weil wenn der Täter dann, wenn du einen Tatverdächtigen hast und du findest DNA-Reste von der Kotze, dann... Und es wird ja bestimmt auch Kotze auf den Boden gehen, dann müssen sie nur eine Probe von der Kotze am Boden nehmen und jemanden finden, der Proben... der die gleiche Kotze an sich trägt. Okay, what the fuck. Aber... Sophie hat mich Detektiv Conan gelehrt,
dass ich mir ziemlich sicher bin. Wo war denn die letzte, Alter? Dass ich mir ziemlich sicher bin, dass man so einen Täter überführen könnte. What? Wie entscheide ich mich eigentlich bei 50-50 nahezu immer für den falschen Weg? Hä, was? Hä? Was ist denn da unten? Ach, come on, man. Das hasse ich ja auch an Ruinen. Ja, warum greifst du mich da nicht an, du Pfosten? War das zweimal der gleiche? Das war doch legit zweimal derselbe. Gleiche, whatever. Bringt mich nicht auf diese Diskussion, bitte. Ah, hier unten kann man wahrscheinlich auch durch. Nee, hier unten muss man sogar durch. Nee, ist das gleiche, ist auch oberer Bereich. Ne, die andere Tür ist wahrscheinlich einfach. Ja, genau. Ja, ist das gleiche. Ist da jemand? Nein. Hier drüben. Nope. Hey, what? Ist da noch einen Weg gegeben? Wir waren doch im Wohnbereich, oder? Weiß ehrlich gesagt nicht mehr was. Alter, das Spiel ist gerade übelst verbuggt irgendwie. Ich schlag auf Leute an, die kriegen einfach keinen Damage. Und dann, keine Ahnung. Stirbt irgendjemand anders oder keine Ahnung. Das bezweifle ich, Bro. Okay, die Typen sind ja echt wirklich die Definition von den schlechtesten Gegnern, die es in dem ganzen Spiel gibt. Keine Ahnung, was das gerade soll. Und ich habe auch keine Ahnung, wo wir hin müssen. Also ich weiß schon, unten ist der Pfeil. Oder ist es sogar hier oben? Na, warte mal, bin ich sogar richtig? Ich bin sogar richtig. Aber hier ist halt so viel. Oh mein Gott, ey. Mal gucken, ob es hier noch irgendein anderes Geheimnis gibt, aber ich glaube nicht, dass wir den kompletten Dungeon einmal durchlaufen, weil es einfach so lange dauert. Von der Wohnbereich bin ich mir relativ sicher, dass wir da doch noch nicht drin waren. Crazy. Einfach nur crazy. Naja. Nein, danke. Ich hab schon. Was habe ich eigentlich für ein Schild? Blocken absorbiert mehr Schaden. Okay. Mhm. Oh. Fuck. LOL, so kann man die auch. Oh mein Gott. Man hätte die Feinde gegen die benutzen können. Also ich meine, habe ich ja, aber nur gegen einen. LOL. Not bad, würde ich mal behaupten. Not bad. Alter. Die haben mich tatsächlich abgeblockt. Unbelievable. So. Ha, lol. Einfach instant kaputt gemacht. Ich weiß noch, wie wir gegen diese Typen hier einfach keine Chance hatten. Also nicht mal auf dem leichteren Schwierigkeitsgrad. Das war so crazy. Das war so crazy. Was? Los geht's. Schon wieder? Ich habe auf die mit mehr Leben eingeprügelt und die andere ist halt einfach gestorben. Also keine Ahnung. Ich meine, bei den Gegnern ist es eh Wurst, aber... Keine Ahnung.
Ist einfach ein bisschen weird. Was mich auch gerade irritiert, ist einfach, wie fett dieser Dungeon ist für so eine harmlose Quest. Das flasht mich gerade komplett. Es ist gefühlt eine der größten Ruinen überhaupt. Und wir haben gefühlt auch nicht mal 20% davon erkundet. Jesus Christ, man. Also ich meine, wahrscheinlich ist sie nicht eine der größten überhaupt. Aber probably keine kleine. Alles diese Zwergen tun dann hier einfach so eine dämliche Holzkiste, Lul. Da merkt man, dass Menschen da waren. Fuck. Ich hab schon wieder verkackt. Kann man das eigentlich abblocken? Wahrscheinlich nicht. Gar nicht erst ausprobieren. Ich find's auch lustig, wie der Zwergensphärenmeister irgendwie Giftschaden bekommt. Oder die Rüstung macht doch Giftschaden. Harnisch. Ja. Der macht einfach Giftschaden und es funktioniert bei einem Roboter quasi. Mehr oder weniger Roboter. Aber eigentlich ist es ein Roboter. Also, kleines bisschen merkwürdig. Hä, Untergeschoss? Da waren wir doch gerade. Also davor, glaube ich. Ja. Aber das ist wohl was anderes. Wo man nicht hinkommt. Doch, hier hätte man auch einfach hingehen können. Ziemlich sicher. Also sorry, wenn das irgendwie so klingt, als wäre ich so desinteressiert oder als würde ich das nicht spielen wollen. Oh, never mind. Aber es ist halt einfach so krank, dann wieder 5 Folgen im gleichen Dungeon hocken, weil ich würde schon gerne mal auch modden. So blöd das auch klingt. Das wäre schon cool, wenn wir das irgendwann mal schaffen. Moment mal, von hier bin ich gerade gekommen. Warte mal. Da drüben laufen auf jeden Fall Gegner rum, das heißt, da müssen wir auf jeden Fall mal hin. Ja, aber ich dachte, hier oben waren wir schon. Lol. Macht einen Abgang hier, Larrys. Lol, nein, er hat sich einfach in Asche verwandelt, okay. Wusste ich gar nicht, dass ich das kann. Schade. Ah, kann nix. Whatever that shit is. Boah. Es ist doch krank, Alter. Ich dachte, das ist so ein kleiner Mini-Dungeon. Ich wollte hier nur so schnell so eine Nebenquest machen. What the fuck? Das war nicht wirklich auf unserem Zeitplan gestanden. Oh, Level up, let's go. Was machen wir eigentlich? Boah, wir haben so lange kein Level up mehr gemacht. Habt. Aber Magiker, glaube ich, machen wir gerade gar nicht. Ne, ich würde sagen, einfach Gesundheit. Ist wohl das Vernünftigste. Jetzt nochmal Blocken erhöhen und dann gleich Level 59. Weil man sagen muss, man spart sich schon extrem viel Zeit, wenn man gar nichts mehr lootet. Das ist tatsächlich ein Riesenfaktor. Ich meine, natürlich, die meiste Zeit spart man sich, wenn man von Anfang an irgendwie auf Level 100 boostet und Leute so ein Zeug und die ganze Zeit durch Wände geht. Okay, ist auch ein Argument, aber ja, ich meine jetzt so im Sinne der Spielmöglichkeiten, die man normalerweise hat. Moment mal. War's richtig? Wow. Aber es ist nur normaler. Ja. Ja. Der hat ihm einfach in die Eier gehauen. Okay. Wait, noch einer? Nee. Ja, aber das war kein Zwerg-Centurio-Meister, deswegen war der jetzt recht wack. Oh, Fledermäuse. Kann man das Ding eigentlich bedienen? Nein.
Also ohne Spaß, ich habe was komplett anderes erwartet einfach. Aber wirklich komplett. Gut, aber wie gesagt, deswegen auch Zwergenruine, weil die sind nie klein. Es gibt vielleicht ein oder zwei kleine Zwergenruinen. Also in Anführungszeichen klein. Mehr nicht. Das ist echt heftig. Und wir sind jetzt hier eigentlich relativ durchgerusht. Ist da jemand? Oshendor. Der kämpft instant. Wait. What the hell? Wow, okay, der hat ein paar... What the fuck? Er hat ein paar coole Fähigkeiten. Ich glaube, das ist der erste Gegner, der sich so krass... Periit, er ist da nicht Periitis. Ja, aber der hatte coole Fähigkeiten, das würde ich sagen. Schon wieder dieser komische nach oben stehende Starre, das sieht aus, als könnte man hier... Wie so ein Joystick. Ich frage mich auch, was es mit diesen Eiern auf sich hat. Irgendwie liefert die Quest kein bisschen Info darüber. Mal gucken, ob wir dieses Buch schon kennen mit dem... Ja. Er hat wahrscheinlich Illusionen mal verbessert oder sowas. Sein Lehrbuch. Ah, und jetzt sind wir wahrscheinlich da oben, wo die Tür aufgeht, ja. Da war auch Standschlüssel erforderlich. Genau. Und dann sind wir wieder hier. Let's go. Puh, also ich muss sagen, ich bin froh, dass es vorbei ist. Ja, ich weiß nicht, die Zwergenruinen, die sind schon echt anstrengend. Oder allgemein diese krass langen Dungeons. Was für Feinde in der Nähe. Wenn du es halt schon zum 50. Mal machst, muss man fairerweise sagen. Wenn man richtig gerade Bock auf so einen fetten Dungeon hat, dann ist es natürlich genau das Richtige. Aber manchmal... Manchmal will man auch einfach nur so ein bisschen durch die Städte ziehen, so kleine Nebenquests machen. Einfach ein bisschen entspannt, sag ich mal. Das ist jetzt natürlich nicht so wirklich. So. Schrein von Periite. Ja, ich war gar nicht so weit entfernt, wie gesagt. So, mal gucken, was sonst zu zählen. Alles ist in bester Ordnung. Und Orchendor streift in den Toten umher. Sein Verrat wird bestraft, euer Gehorsam belohnt werden. Haben wir schon was bekommen? Nein. Wie geht es jetzt weiter? Sucht euer Schicksal. Ich werde euch beobachten. Und vielleicht sehen wir uns wieder. Später. Was? Habt ihr was wird aus den Befallenen? Leben gelassen? Die Befallenen sind nur die Gefäße meines Segens. Durch ihre und meine Berührung wird er auf andere übertragen. Wenn die Zeit reif ist, wird ein anderer Aufseher Orchendor ersetzen. Fürs Erste ist jedoch alles geläutert und geordnet. Ich finde keinen Gefallen daran, eine Marionette der Daedra zu sein. Doch habt ihr euch meinem Willen und... Das hat irgendeiner... Bei irgendeinem anderen Daedra war das schon mal genau der gleiche Text, so mehr oder weniger. Also er hat das gleiche gesagt und es war die gleiche Auswahlmöglichkeit, so ungefähr. Also gut, leb wohl. Und die Ordnung und die unumstößliche Wahrheit sterblicher. Lebt wohl. Aber irgendwie jetzt trotzdem. Du musstest jetzt so einen riesen fetten Dungeon durchmachen. Und dann wirst du nicht mal der Champion von dem. Ich bin jetzt nicht sicher, ob wir irgendwas bekommen haben. Ich habe ehrlich gesagt leider nicht drauf geachtet. Ich daude es. Vor allem, dass es irgendwas Gutes war. Hey, Bekleidung wollte ich. Oh, Zauberbrecher. Er schafft beim Blocken einen Schutzzauber. Der Zauber bis zu 50 Punkten. Wow. Seit wann haben wir das Ding? What the fuck? Das könnte neu sein. Oder... What? 51 Rüstung, Ebenerzschild hat nur 43? Wow. Alright. Feuer ist kein Spielzeug. Wie sieht das aus? Ja, aussehen tut es natürlich wie eine abgestürzte Satellitenschüssel. Naja. Gibt es eigentlich Skins in Skyrim?
Beim Modden safe, aber normalerweise glaube ich nicht. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine gibt. So, dann haben wir noch den Geschmack des Todes. Das ist dann unsere letzte. Ja, perfekt. Puh. Aber das machen wir nächstes Mal. Bis dahin, macht's kurz rein. Danke fürs Einschalten. Macht's gut. Und Like, Kommentar nicht vergessen. Ciao, ciao.